Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte heute weitermachen mit dem Thema Modulation. Also, wie können wir die Symbole, die wir übertragen wollen, unsere Bits, wie können wir damit die Charakteristika, eventuell Plural, von der Trägerfrequenz so ändern, dass die andere Seite, der Empfänger, das auch sicher dekodieren kann. Und wir haben dann, ich mache gleich hier weiter, über Amplitudenmodulation gesprochen. Also wir drücken den Unterschied zwischen unseren Symbolen so aus, dass wir ein Signal mit die Trägerfrequenz mit geringer und mit normaler Amplitude schicken. Oder wir ändern die Frequenz. Wir haben eigentlich zwei Frequenzen und schalten zwischen den beiden Frequenzen herum. Und historisch gesehen gibt es da auch Modem-Standards, die genau das machen. Dieses Frequency-Shift-Keying hier. Ich habe über Phase-Shift-Keying gesprochen als letztes noch. Also man ändert die Phase der Trägerfrequenz, um ein Bit auszudrücken. Das kann man entweder machen, indem man sagt, wenn die Phase um 180 Grad verschoben ist, dann haben wir eine 0 und wenn sie nicht verschoben ist, haben wir eine 1. Oder wir können sagen, wir schalten ständig zwischen den Phasen herum, pro Bit. Und wenn wir mal so einen Phasenwechsel ausfallen lassen, dann ändert sich auch das Bit von 0 auf 1 oder sowas. Also dass man im Phasenwechsel dass das Bit kodiert. Und hier waren wir auch schon, nun Taktgewinn aus ständigem Phasenshift. Das muss man aber natürlich dann dafür sorgen, wenn man sowas macht, dass man auch, dass das Bitmuster nicht so beliebig sein kann, denn dann würde man ja wieder ein Problem bekommen. Aber da müssen wir auch nochmal dran vorbeikommen. Ich möchte jetzt hier einen ganz kurzen Einschub noch die Telefonmodems erwähnen, die wir also historisch gesehen hat, um dann zu neueren, moderneren Modulationstechniken zu kommen. Also das V21 habe ich ja schon erzählt und der nächste Schritt war dieses DPSK, mit dem wir ja hier unten schon irgendwie Differential Phase Shift Keying angefangen hatten. Beim D-Bit PSK, das wird auch QPSK genannt, da haben wir, da kodieren wir 4 Bit in Phasenshifts. Ne? Also 0,0, 1,0, das fehlt hier leider die zweite 0. Ich weiß nicht, warum die da verloren gegangen ist, also muss ich noch reparieren. In den Unterlagen, also 0,0, 0,1, 1,0 und 1,1. Und hier sehen Sie es ja nochmal im Diagramm. Ne? Die Phasenshifts, das hier muss dann wohl 0,0 sein und das hier ist 0,1. Sie sehen hier dieses Quadraturdiagramm mit den Phasenshifts eingetragen. Also die 0,0, die übertragen wir als keine Phasen, nicht Phasen verschoben, die 0,1 als 90 Grad, die 1,0 als 180 Grad und 1,1 als 270 Grad Phasen verschoben. Das hat man dann, wenn wir jetzt immer so 2 Bit zusammenfassen zu einem Symbol, dann bleibt die Symbolrate zu dem hier unverändert oder auch zu sowas da bleibt die Symbolrate unverändert. Also die Umschaltrate, die wir brauchen. Und nur die Information, die pro Symbol getragen wird, pro Umschaltung transportiert wird, wird mehr. 2 Bit hier statt einem Bit. Ich habe hier deshalb auch geschrieben 600 Baud. Ich war ja
das ist ja schon mal kurz erwähnt. Mit Baud ist gemeint die Symbolrate und die ist jetzt nicht mehr identisch mit der Bitrate. Wenn man 2 Bits in einem Baud transportiert. Der Ausdruck Baud, das ist auch sowas na, Klassisches aus der Datenübertragung. Das kommt, glaube ich, von diesem französischen Mathematiker oder Ingenieur Baudot. Das müsste ich aber auch nochmal nachgucken, ob das wirklich richtig ist. Typische Standards hier, dieses Bell 212 mit 600 Bit pro Sekunde, also hätte man dann 300 Baud mit einem Fallback zu dem Frequency Shift Keying. Da wird also erst die Leitung durchgemessen, nachdem die Verbindung aufgebaut worden ist. Wir sprechen ja hier über Telefonmodems, also erst eine Verbindung gewählt worden. Dann, wenn die Verbindung steht, müssen die Modems sich irgendwie ja, einschwingen am Anfang, miteinander kommunizieren. Und dann probiert es der eine mal, indem er so ein Bell 212a oder hier so eins V22-Bis-Signal schickt. Und der andere, na, wenn der antwortet, jo, ich verstehe dich gut, dann wird diese Messung noch in der anderen Seite, in der anderen Richtung durchgeführt. Dann sind die sich beide irgendwann einig und dann benutzen sie dieses Verfahren, DPSK. Und wenn es nicht geklappt hat bei der Verständigung, wenn die Leitung, sagen wir mal, zu schlecht ist, in Anführungszeichen, dann benutzt man halt FSK und schaltet um auf das V21. Benutzt nicht das V22 oder das V22-Bis, sondern benutzt das V21. Und auf diese, mit dieser Leitungsausmessung, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Man kann es tatsächlich hören, wenn die Fax, wenn, wer hat schon mal gefaxt? Sehen Sie? Wenn man ja, die Faxnummer eingetippt hat und sagt, jetzt baue die Verbindung auf, dann gibt es doch so eine Phase am Anfang, ja, ganz am Anfang wird nur, beim nächsten Mal müssen Sie gut zuhören, ganz am Anfang klingelt es am anderen Ende, ne? Dann merken Sie, dass da abgenommen wird und dann senden diese Faxgeräte so einzelne Töne und irgendwann merken die beiden Faxgeräte, dass da auf der anderen Seite auch ein Fax ist und dann wird so ein bisschen wild herumgepfiffen. Irgendwann gibt es dann so eine Phase, bei der es im Wesentlichen rauscht und dann wird der Ton ausgeschaltet, ne? Von beiden Geräten und dann wird das eigentliche Signal übertragen. Diese Phase, wo die so ein bisschen lustig herumpfeifen und dann das Rauschen anfangen, das ist diese Kompatibilitätsprüfungs- und Einmessphase. Zu dem Einmessen, da kommen wir dann auch nochmal ganz kurz zurück. Ja, also V22 bis 2400 Bit pro Sekunde. Und tatsächlich habe ich früher solche Modems benutzt. In meiner Assistentenzeit an der Uni, da haben wir uns so ein Ding gekauft gehabt. Ich weiß nicht, hat glaube ich 2000 D-Mark oder so gekostet zu der Zeit und dann haben wir eine Verbindung nach Amerika aufgebaut und da irgendwelche Files geholt und so Zeug oder auch mal Terminalbetrieb, um eine E-Mail zu lesen, circa 1986 oder so. Bei diesem Betrieb, um von Ferne auf so einen Rechner zuzugreifen, Terminalbetrieb, ne, so eine Remote Shell oder sowas ähnlichem. Da hat man den, ja, dass die Protokolle drüber, der Terminalmodus von den Rechnern, die sind im asynchronen Betrieb gelaufen. Und die asynchrone Schnittstelle, diese sogenannte V24-Schnittstelle, da geht es los na, mit ein bisschen Ruhe auf der Leitung und dann kommt etwas, das nennt man Startbit, Mark. Danach kommen 7 oder 8 Bit. Und dann kommt etwas, das heißt Stopp-Bit. Da wird wirklich aufgehört zu senden. Die Leitung muss wieder auf Space liegen, bevor es dann wieder mit dem nächsten Buchstaben losgehen kann. Und das unterstützt auch solche Anwendungen wie vom Terminal sitzen und mal eine Taste drücken und gucken, was passiert. Und dann noch eine Taste drücken und noch eine Taste drücken. Jeder Buchstabe, den Sie bei einem klassischen Terminal an einem Unix-Rechner oder so ähnlich sehen, da wird tatsächlich Ihr Tastendruck zum Rechner geschickt. Der Rechner schaut nach, was ist das für ein Buchstabe und schickt dann wieder den Buchstaben zurück. Der wird dann auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Es steckt ein Roundtrip drin.
Und diese Buchstaben, die werden eben dann so übertragen auf der Leitung. Dieses V22 Bis ist auch 2400 Bit in beide Richtungen pro Sekunde, also Vollduplex. Eigentlich ist das aber gar keine so gute Idee, größere Datenmengen, den Pfeiltransfer auch so zu organisieren. Dann gucken Sie mal her, hier brauchen wir für 8 Bit 11 Bit, das Startbit und diese beiden Stoppbits, die ja klar machen, dass jetzt der Buchstabe zu Ende ist und der nächste kommt. Die müssen mindestens pro Zeichen geschickt werden. Das ist also ohnehin nur ein Code der Rate 8 Elftel im besten Falle. Das ist natürlich eigentlich schon mal gar nicht so gut, wenn man größere Mengen übertragen will für einen Pfeiltransfer oder sowas. Für Terminalbetrieb ist das eigentlich nützlich, denn im Terminalbetrieb haben wir ja gerade diesen asynchronen Charakter. Sie sitzen davor und überlegen sich, soll ich jetzt Y tippen oder nicht? Wenn Sie gefragt worden sind, ob Sie wirklich alle Dateien löschen wollen oder sowas. Und manchmal, wenn Sie normal schreiben, dann fällt Ihnen ja auch kein neuer Buchstabe ein. Dann denkt man über das Wort nach, das man jetzt da braucht. Und dann tippt man auch eine Zeit lang nichts. Und naja, dafür ist eben gerade so ein Rahmen um die Bits nötig. Jetzt kommt wirklich was und jetzt ist das, was wir geschickt haben, zu Ende. Dieses Framing. Aber da werden wir dann in der Vorlesung zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurückkehren müssen. In diesen Sendemodems, da wird also, ich habe sie nochmal kurz aufgeschrieben, ein Takt erzeugt. Eventuell, da gibt es einen Scrambler, der sorgt dafür, dass es genügend 0-1-Übergänge im Datenstrom gibt. Die 0-1-Übergänge, die hat man deshalb gern, weil man daraus Takt ableiten kann. Wenn wir eine lange Strecke mit nur Nullen haben, dann würden wir ja auch keine Änderung im Signal haben, keine Umschaltung. Und dann bräuchte man eine separate Taktleitung, damit Sender und Empfänger im Takt bleiben. Ja, der Scrambler erzeugt, also erst wird ein Takt erzeugt und der Empfänger, der muss den Takt aus dem Signal zurückgewinnen. Hier, der Scrambler erzeugt genügend 0-1-Übergänge, damit Sie im Signal kodieren können, etwas, wo der Takt zurückgewonnen werden kann. Dann braucht es einen Modulator, das sind die, die auf eine Trägerfrequenz die Signalcharakteristik der Trägerfrequenz ändern. Wir brauchen natürlich einen Digital-Analog-Wandler, Tiefpassfilter, um zu sorgen, dass keine Frequenzen außerhalb von dem uns zugewiesenen Spektrum, also zum Beispiel 300 bis 3400 Hertz, geschickt werden. Und so ein Equalizer, der kompensiert den Kanal. Ich hatte ja über Intersymbolinterferenz gesprochen, dadurch, dass hohe Frequenzen sich anders ausbreiten als niedrige Frequenzen, dass die Frequenzen unterschiedlich gedämpft werden. In so einem Modem braucht es jetzt auch etwas, am Anfang wird die Leitung durchgemessen, in dieser lustig Pfeifphase des Faxes, über die ich eben gesprochen habe. Am Anfang wird also die Leitung gemessen und die Resultate sind, dass zum Beispiel auf dieser Leitung Frequenzen über so und so viel Hertz um so und so viel Dezibel gedämpft werden. Dann kann man eben entsprechend, man kann es zumindest versuchen, die zu verstärken, soweit es die Norm auch zulässt, damit die Dämpfung auf die hohen Frequenzen sich nicht so schädlich auswirkt oder Laufzeitunterschiede in den einzelnen Frequenzbändern, dass man ja, einen Teil der Frequenzen, die hohen Frequenzen etwas früher abschickt als die tiefen Frequenzen, um so zu erzeugen, dass am anderen Ende die gerade zur richtigen Zeit in einem Symbol ankommen, alle Komponenten vom Frequenzkomponenten vom Symbol zur richtigen Zeit ankommen. Das ist hier so eine Präkompensation. Amplitude und Delay. Ne? Also Delay, die Verzögerung unterschiedlich einrichten für unterschiedliche Frequenzen und eventuell manche Frequenzen mit einer anderen Verstärkung schicken als andere. So, im Empfänger, da gibt es auch wieder einen Equalizer, der
Hier steht adaptiver Equalizer, der betrachtet also das Signal und versucht dann noch Korrekturen vorzunehmen. Dann muss Taktdruck zurückgewonnen werden, dann muss dieser Schritt, die Modulation rückgängig gemacht werden, also erkannt werden, welches Symbol denn da tatsächlich übertragen worden ist, anhand der Phasenverschiebung, anhand der Frequenz, anhand der Amplitude. Und dann braucht man noch den D-Scrambler, der aus diesen Bits, die hier oben geschickt worden sind, verwürfelt worden sind, damit es genügend 0-1-Übergänge gibt, das wieder invertiert, damit wir wirklich, wenn eine 0 geschickt worden ist oder zu übertragen war, auch eine 0 in Empfang nehmen. Solche Scrambler, ich habe in der endgültigen Version von diesem iBook hier, habe ich auch noch eine Zeichnung dazu und nochmal einen Link. Sie können es aber auch jetzt schon im Internet natürlich nachlesen, beziehungsweise in Büchern, was so ein Scrambler, die Scrambler macht. Diese Modems, 2400 Bit pro Sekunde, das hat man im klassischen analogen Telefonnetz betrieben. Über die Zeit, gerade in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, hat sich eigentlich die Struktur des Netzes unten drunter geändert. Und zumindest im Backbone, also im Kern des Netzwerkes, des Telefonnetzwerkes, gab es digitale Übertragungsleitungen. Zum Beispiel die großen Distanzen, die Hunderte von Kilometern, wurden dann das Audiosignal genommen, PCM kodiert und mit 64 Kilobit übertragen. Und wir werden dann später nochmal dazu was sehen, auch beim Thema ISDN und so weiter. Nur die letzten Vermittlungen typischerweise und die Anschlussleitungen waren dann auch analog. Das bedeutet auch, weil die Anschlussleitung ja ein weiteres Spektrum hat, weil zwischendurch nicht so viel Dämpfung ist und so weiter, dass wir, und das referenziere ich nochmal hier hin, dass die Telefonleitung bis zu der Telefonkanal, der da entsteht, bis zu 35 Kilobit übertragen könnte. Die Übertragung im digitalen Backbone findet, wird das Audio, auch das Modemsignal, so nach G711 kodiert. Das heißt, Zeichnung kommt später nochmal in der Vorlesung, gar nicht mehr so lang heute. 35 Kilobit kann man eigentlich erreichen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie man da hinkommt zu den 35 Kilobit. Das erste, was ich dazu erwähnen möchte, ist diese Quadraturmodulation. Da werden erstens mit der Phasenmodulation benutzt, so wie hier, bloß noch ein paar, die Phasen noch ein bisschen feiner aufgelöst. Sie sehen hier Phasen bis 45 Grad verschobene Phasen werden benutzt. Und außerdem wird auch noch die Amplitude moduliert. Das bedeutet, dass wir so eine, oder hier, so eine Konstellation bekommen. Man nennt das auch, diese Diagramme nennt man Konstellation. Ja, wir zum Beispiel hier, gucken wir uns das mal da an, wir kodieren wir haben hier 16 Punkte, also können wir 16 ist 2 hoch 4, können wir 4 Bit in einem Symbol kodieren. Das erste Symbol kodieren wir als niedrige Amplitude, keine Phasenverschiebung, sagen wir mal die 4 Nullen, also 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1 kodieren wir zum Beispiel so, also hohe Amplitude, auch keine Phasenverschiebung. Die 0, 0, 1, 0 kodieren wir 45 Grad phasenverschoben und hier niedrige Amplitude, kleine Amplitude. Und die 3, die danach kommt, kodieren wir mit der starken Amplitude 45 Grad phasenverschoben und ein 8er, zum Beispiel so und ein 9er so und so weiter. Also zwei Parameter oder zwei Charakteristika der Schwingung verändern. Eine Phasenverschiebung vornehmen mit 8 verschiedenen Phasen und dann noch eine
Amplitudenmodulation. Das zusammen ist dann jeweils eben so ein Vektor. Ja? Hierhin gibt es einen Vektor, hierhin gibt es einen Vektor, hierhin gibt es einen Vektor auf der Ebene. Und der Decoder sieht also misst so einen Vektor und muss jetzt entscheiden, welches Symbol war denn gemeint. Da wir auf der Leitung durchaus auch all diese unangenehmen Effekte wie Dämpfung und so weiter haben, misst also der Empfänger zum Beispiel diesen Punkt hier, den Vektor bekommt er. Und jetzt muss er sich überlegen, welcher Punkt ist denn welches Symbol ist denn das nächste? Und wenn wir diesen Vektor hier betrachten, hier das Schwarze ist das, was wir gemessen haben, dann können wir uns überlegen, dass wohl diese 0,0 dieser Vektor gemeint war und das Rote ist dann ein Fehlervektor. Wir berechnen, wenn wir also einen Messpunkt haben, zu einer bestimmten Taktzeit haben wir einen Messpunkt erhalten, berechnen wir hier bei so einer Viererkonstellation, aber auch bei so einer natürlich, berechnen wir alle Fehlervektoren und suchen uns den kleinsten. Und dann haben wir uns für ein Symbol entschieden. Das muss nicht das Richtige gewesen sein. Vielleicht war die Störung eben so groß, dass sie dieses Symbol in dieses hier verändert hat, verschoben hat. Aber das vernünftige Raten oder was wahrscheinlich in den meisten Fällen zum richtigen Ergebnis führt, ist eben den kleinsten Vektor suchen. Fehlervektor minimieren. Komplexe Konstellationen mit so 16 Punkten, oder das hier ist auch eine Konstellation mit 16 Punkten, die sorgen eben genau dafür, dass diese Punkte hier den maximalen Abstand voneinander haben, bezüglich dieser Fehlervektoren und der Entscheidungsregion. Wenn das grau ist, eine Entscheidungsregion, jetzt kann man sich hier diese Entscheidungsregionen bauen, hier Entscheidungsregionen, hier drumherum und die Hoffnung ist, dass man das konstruktive Vorgehen ist für diese Kodierung hier, Amplitude und Phase richtig einstellen, ist, dass diese möglichst viel Abstand voneinander haben. Die einzelnen Vektoren, die sich da ergeben. Bei der V29, das ist so ein Faxgerätestandard, der immer noch benutzt wird, das ist V29, 9600 Bit pro Sekunde in einer Richtung, in der anderen Richtung gibt es einen Hilfskanal, der hat glaube ich nur 75 Bit pro Sekunde, dann braucht man keine Echo-Unterdrückung zu machen. Mit einer anderen Modulationstechnik, die 75 Bit pro Sekunde, aber mit diesem, die beiden Kanäle können auch beschließen, 9600, 75 Bit, können auch beschließen, dass das umgedreht wird und dass dann die andere Seite mal mit 9600 sendet und die Originating Seite mit 75 sendet. Man kann auch noch einen Hilfskanal einbauen, wenn die Leitung gar nicht schlecht ist, kann man noch einen Hilfskanal in diese Codierung einbauen, indem man diesen Fehlervektor hier auf vernünftige Weise moduliert. Man kann ja absichtlich was falsch schicken und der Empfänger betrachtet dann diesen Fehlervektor und da kann man eben auch Bits drin generieren, Bits drin übertragen und der Trick ist, dass dann so ein Bit mehrere von den anderen Bits hier lang ist. Wenn das dann über eine Zeit lang immer gleich anders ist, also der Fehlervektor sozusagen konstant ist, über mehrere Symbole und dieser Geschwindigkeit hinweg, dann kann man das auch noch sicher dekodieren. Also da gibt es noch weitere Techniken. Aber was für uns interessant ist, was ich hier diskutieren möchte, ist eben 9600 Bit pro Sekunde, V29 mit so einem Quadratur-Amplitudenmodulation. Es ist so, dass ein Bit die Amplitude moduliert und drei Bits die Phase. Bei der V32
nächste Generation Modems. 2400 Baud als Symbolrate, 4 Bit pro Symbol, wir sind wieder bei 9600 Bit pro Sekunde. Als Trägerfrequenz 2400 Hertz, 1800 Hertz Trägerfrequenz in die beiden Richtungen. Das benutzte Band sind 600 bis 3000 Hertz. Man braucht allerdings in diesem Fall eine Echo-Unterdrückung. Also man muss, ja, ich komme später nochmal vorbei bei der Echo-Unterdrückung, ich habe da noch Diagramme dafür, da erkläre ich es nochmal. Jetzt merken Sie sich einfach nur Echo-Unterdrückung. So eine 16er-Konstellation wird benutzt, ich glaube, das ist die von der V32. Es gibt aber noch eine andere Variante mit einer 32er-Konstellation und dem hier, Trellis-Coded Modulation. Und das möchte ich jetzt als nächstes erzählen. Jetzt wird es nämlich interessant. Das bisher, das war, ja, wenn Sie so wollen, Elektrotechnik. Jetzt kommen allmählich die Informatiker zum Zug. Die Trellis-Coded Modulation, die geht auf diesen Herrn da zurück, der im IBM-Forschungszentrum in Rüschlikon in der Schweiz gearbeitet hat. Das ist bei Zürich, am Zürichsee. Ich war da mal, ist richtig schön, nur zu Besuch. Und dieser Herr, der Gottfried Ungerböck, der hat sich überlegt, dass man ja doch auch ein Bit mehr schicken könnte pro Symbol. Also sozusagen 5 Bit in einem Symbol übertragen könnte, aber dass man dieses fünfte Bit nicht investiert in eine höhere Bitrate, sondern in Fehlerkorrektur. Also wir machen, der hat sich überlegt, wir machen das Signal anfälliger gegen Störungen, aber die Codierung, die gestalten wir so, das Wie müssen wir gleich sprechen, dass wir insgesamt auch mit mehr, dass wir insgesamt einen Vorteil erzielen. Ja, man verliert durch dieses eine Bit mehr Symbol 3 Dezibel Rauschabstand, das Signal wird empfindlicher, aber wenn man jetzt die Codierung richtig macht, über das richtig sprechen wir gleich, dann kann man durch die Fehlerkorrektur 6 Dezibel Rauschabstand gewinnen. Insgesamt, wenn Sie diese 3 hier von den 6 da abziehen, gibt es immer noch 3 Dezibel mehr Rauschabstand durch die Fehlerkorrektur. Und das möchte ich gleich mit Ihnen diskutieren oder Ihnen erzählen. Dieser Ausdruck Trellis, der kommt von, ja, wenn man sich dieses Bild anschaut, das Kennzeichnende von dieser Trellis-Coded Modulation ist eben, dass man solche einen Zustandsautomaten noch dazu bekommt, dass man also nicht von jedem Code, von jedem Symbol, was da codiert worden ist, zum beliebigen nächsten kommen kann, sondern dass es nur weniger legale Pfade gibt durch diesen Graphen. Und hier habe ich einfach mal so fantasiebehaftet was Lustiges gemalt. Wir werden gleich das systematisch malen, eine Zeichnung haben, die systematisch aufgezeichnet ist. Der Ausdruck Trellis, das ist eben, in Deutsch nennt man das irgendwie so Spalier oder Jägerzaun oder sowas, ne? So gekreuzte Latten. Wobei, naja, das nicht denn schon kein zufälliges Muster ist, das werden wir gleich uns anschauen. Das Kernkonzept dahinter ist ein Zustandsautomat. Der Code befindet sich jeweils in einem Zustand und aus der Menge der möglichen Folgesymbole wird eine Untermenge bestimmt, die man von diesem Zustand aus legal erreichen kann. Also wenn wir hier so einen Zustand haben, in dem wir sind, ja, oder diesen hier. Und hier haben wir Folgesymbole.
das, das, das und das. Ich mal hier auch noch hin, so. Also wir haben hier, sagen wir mal, wir haben in einem Zeitpunkt, wenn wir ein Symbol betrachten, das kann jedes von diesen hier sein. Sagen wir mal, wir sind in diesem Zustand hier. Das Symbol haben wir als letztes geschickt. 2-Bit da drin kodiert. Dann sorgt dieser Zustandsautomat dafür, der sagt, ganz abstrakt, von diesem Symbol aus können wir weitergehen zu diesem hier und zu diesem hier. Aber der Weg hier, der geht nicht und der Weg hier, der geht auch nicht. Es sind nur die beiden hier legal. Also eigentlich kodieren wir, in jedem Schritt können wir nur ein Bit kodieren, wir übertragen aber trotzdem 2. Wir haben ja auch Symbole, 4 Stück, also 2 hoch 2. Also ein Zustand definiert in dieser Menge von Folgesymbolen die legalen Folgesymbole für diesen Code. Also, nehmen wir mal an, 4 Punkte, die Eingabe 01 wählt 2 Folgepunkte, aus 2 möglichen Folgepunkten einen aus. Und der Empfänger, der kann natürlich jetzt auch hinschauen und wenn der Empfänger als Folgepunkt den hier kodiert, dekodiert, dann weiß er, wir waren hier, hier waren wir, jetzt kommt der da, das darf doch gar nicht sein. Und jetzt kann er sich überlegen, nochmal zurückgucken in die Konstellation oder irgendwie anders überlegen, aber mit der Konstellation, so geht es natürlich auch, dass er sagt, der Punkt war doch gar nicht legal, es hätte doch nur der hier kommen können. Also das, was wir messen, das kann entweder hier liegen oder hier liegen, also nehme ich eben doch nicht den, sondern den hier. Oder vielleicht den hier. Also das hilft dabei, diesen Fehlervektor, den wir haben, zu beurteilen. Dieser Zustandsautomat. Gleich kommen wir zu einem systematischen Algorithmus, wie man das macht. Vernünftig macht. So, diese V32, da benutzt man 32 Punkte, eine 5er, eine 5-Bit-Konstellation. Aber es gibt nur 16 gültige Codeworte bei einem Zustand. Von einem Zustand aus können wir zu 16 anderen hinkommen. Nicht zu allen 32. Dann hätte man einen Code der Rate 4/5. Aber, weil man eben besser Fehler korrigieren kann, kann man auch auf schlechteren Leitungen klarkommen, beziehungsweise eine höhere Symbolrate benutzen und so weiter und so weiter. Jetzt möchte ich über den Algorithmus zum Kodieren und zum sicheren Dekodieren sprechen, in so einem Trellis. Und da brauchen wir als erstes etwas, das man auf einfache Art und Weise diesen Zustandsautomaten implementieren kann. Zustandsautomaten, der Kernbegriff hier ist Zustand. Wir müssen also irgendwie kodieren unter der Berücksichtigung von den Vorgängerbits. Wir erzeugen uns die Bits, die wir übertragen, nicht indem wir nur ein Bit anschauen, das jetzt gerade übertragen werden muss, sondern die Vorgängerbits auch noch. Dadurch kommt dieser Zustand zustande. Also, man kann dazu zum Beispiel so ein Shift-Register benutzen. Die Dinger nennt man Faltungskodierer. Ich habe hier ein Beispiel von einem Faltungskodierer mit der Rate 1/2. 1-Bit Eingang, 2-Bit Ausgang. Und Sie sehen, das machen wir am Anfang. Ganz am Anfang werden diese beiden Bits in diesem Shift-Register, die hinteren, die werden gefüllt mit Nullen. So, jetzt kommt das erste Bit, was wir wirklich schicken wollen. Das stecken wir jetzt hier rein. Da steht jetzt hier zum Beispiel eine 1, hier eine 0 und hier eine 0.
Jetzt haben wir hier unten ein XOR und hier oben ein XOR. Das XOR packt sich das Bit S1, XOR S2, das ist ein 0, das ist ein 1, kommt ein 1 raus. Und hier 0, XOR 1 gibt auch 1. Wir haben also, nachdem das erste Bit hier reingekommen ist, die beiden 1-Bits als Ausgabe, das schicken wir als erstes. Jetzt muss ich doch auf die andere Seite rüber, damit ich den Hals nicht so verdrehen muss. Als nächstes kommt dieses 1-Bit. Jetzt wird das Schieberegister um 1 nach rechts geschoben. Der Nuller vom Anfang, der purzelt raus. Und wir haben hier drin stehen 0, 1, 1. Und diese beiden Einser und der Nuller, die stehen hier drin. Jetzt verknüpfen wir die ersten beiden mit XOR, da steht jetzt hier 1, 1. 1, XOR 1 gibt 0. 1, XOR 0 gibt 1. Das nächste Symbol, was wir schicken, ist also 1, 0. Das ist 1, 0. Ein anderes kann da nicht rauskommen, wenn wir da eine 1 reinschieben, denn wir haben ja noch diesen Zustand da drin. Diese beiden Vorgängerbits. Jetzt noch einmal schieben, da steht hier 0, 1, 1. 0, XOR 1 gibt eine 1. 0, XOR 1 gibt auch eine 1. Wir schicken wieder 1, 1. Und dann wird der 1er nachgeschoben und so weiter. Und Sie sehen, wie hier aus den XORs diese Bitketten rauskommen und wir das da haben, als das, was wir übertragen wollen. Schaue ich mal hier herum. Vielleicht sollte ich noch meine Maite-Uhr rausziehen, das habe ich gerade vergessen, und mal schauen, ob es doch eine Frage gibt. Jetzt müsst ihr noch einen Augenblick lang hier mal nachschauen. Ich erzähle nochmal inzwischen eins weiter. Sie können aber auch gerne so fragen. Das sage ich jedes Mal und niemals kommt eine Frage, aber vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal. Vielleicht muss ich auch einfach mal richtigen Blödsinn erzählen. Vielleicht fragt dann jemand oder benutzt die Stopptaste, hör auf, Blödsinn zu erzählen. Na gut, aber andererseits, wir wollen uns ja ein Video aufnehmen und Blödsinn erzählen ist vielleicht auch nicht so gut. Schauen wir uns das mal jetzt hier in unserem Trellis-Diagramm an. Das hier ist die Implementierung. Das kann man als Hardware bauen, als Schieberegister, aber man kann es natürlich auch irgendwie in Software bauen. Und Ihnen allen wird wahrscheinlich einfallen, wie man das macht. Man kann es auch einfach so wenn es wirklich sein muss, als Case Statement basteln. Schauen wir uns mal hier das Abstrakte in dieser Zeichnung an. Wir haben hier eine Bitkette, die wir reinstopfen. Wir stopfen also hier, wir gehen mal davon aus, dass wir in diesem Zustand anfangen. In diesem Zustand anfangen, das ist eben, dass das Shift-Register hier vorgeladen ist mit etwas. Wir fangen den Zustand an und bekommen einen Einser, den wir kodieren wollen. Wenn wir hier einen Nuller bekommen würden, würden wir zwei Nullen abschicken und wären wieder im Zustand A. Wenn wir einen Einser bekommen, schicken wir zwei Einser ab und landen im Zustand B. Oder auch, wenn Nuller kommt, nehmen wir den oberen Folgeweg und wenn Einser kommt, den unteren. So grafisch in unserer Zeichnung. Wir machen als letzten Zustandsübergang von A nach B, weil wir einen Einser bekommen haben und schicken 1, 1. Jetzt sitzen wir in dem Zustand. Sie sehen übrigens, die Pfade, die hier rausgehen, die sind jetzt nicht mehr 0, 0 und 1, 1, sondern die sind 0, 1 und 1, 0. Wir kriegen einen Einser hier, entscheiden uns für den unteren Pfad, das heißt, wir gehen in den Zustand D. Von B aus geht es nach C und nach D. Wir gehen in den Zustand D und übertragen eine 1, 0. Wenn wir eine 0 bekommen hätten hier, würden wir da lang gehen, in den Zustand C. Haben wir aber jetzt mal nicht. Aber wir behalten das im Hinterkopf. Hier, wenn wir Nuller gehabt hätten, wären wir hier gegangen. Nuller hierhin, Einser hierhin. Wie gehabt, das ist hier überall dasselbe. Ne? Wir haben ja immer diese Regel, 0 geht es oben weiter, 1 geht es unten weiter. Jetzt kommt hier ein Nuller. Und von hier aus übrigens geht es wieder nicht mit 0, 1 und 1, 0 weiter, sondern hier geht es wieder mit 0, 0 und 1, 1 weiter. Weil eine 0 kommt, nehmen wir den oberen Pfad, schicken 1, 1. An dieser Stelle kriegen wir einen Einser, nehmen den unteren Pfad, hier geht es diesen Pfad und dieser Pfad, schicken die 0, 1,
An dieser Stelle kriegen wir Nuller, müssen den oberen Pfad nehmen, also das ist hier der da, 01 schicken. Und hier gibt es eine 1er, wir wählen nicht den oberen Pfad, sondern den unteren Pfad. Wir landen hier. Im Beispiel. So, jetzt kann man sich überlegen oder mal drüber nachdenken, was passiert denn, wenn bei der Übertragung von diesem 01 zum Beispiel dieses Bit hier nicht als 1 ankommt, sondern als 0 ankommt. Dann kriegen wir ja Widersprüche. Der Decoder, wir würden, wenn hier 00 ankommt, würde der Decoder sehen, halt mal, hiervon gibt es entweder 10 oder 01. Aber nicht 00 oder 11. Wenn also hier das Bit umkippt zu einem 1er oder das Bit umkippt zu einem 0er, dann merkt der Decoder gleich, hier stimmt was nicht. Darf ja nicht kommen in dem Zustand. In dem Zustand kann ja 01 oder 10 kommen. Es müssten also schon alle beide Bits umgekippt werden, um einen legalen Folgecode zu produzieren. Aber wir müssen ja jetzt nicht nur merken, dass wir einen Fehler haben, wir wollen den Fehler ja auch korrigieren. Ich habe hier oben wieder so eine Folge von Codes, die wir übertragen haben. Das ist ein bisschen was anderes. Ich gehe hier wieder rum. Das hat der Sender produziert. Er hat also, hier ist ein Einser gewesen, das da war dann ein Nuller, das hier war auch eine Null und so weiter. Sie sehen, wir haben jetzt hier durch unseren Trellis diesen Pfad gewählt. Man hat durch den Trellis diesen Pfad gewählt, um die Bits zu repräsentieren, die hier hinterstehen. Jetzt gibt es aber eine Störung und die Sequenz, Sie sehen, hier wird ein Bit umgekippt und dann haben wir noch hier ein Bit umgekippt. Aus diesem 0 wird eine 1 und aus dieser 1 wird eine 0. Ich habe das hier eingetragen, hier unten, indem ich da eine 0 und da auch die rote 1 hingemalt habe. Was wir jetzt machen, wir sammeln also mal ein paar Symbole auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Symbole sammeln wir zusammen. Es geht bei A los, das ist der Zustand, Vorgängerzustand oder Initialzustand, ist egal. Wir kriegen 1, 1, wir markieren hier diesen Pfad und sagen, 1, 1 ist gekommen, das wissen wir. Nehmen wir mal an, es hat Fehler gegeben. Also, wir haben das hier empfangen, um hier hinzukommen, müssten wir 0 Fehler in Kauf nehmen. Um hier hinzukommen, zu dem Punkt, müssten wir 2 Fehler in Kauf nehmen, hätten 2 Fehler passieren müssen. Das ist die entscheidende Überlegung. Um hier hinzukommen, hätten 2 Fehler passieren müssen. Jetzt kommt 01. Wenn wir hier sind und dahin weitergehen, würde uns das 01 ohne zusätzlichen Fehler hierhin transportieren. 01. Um hier unten hinzukommen, hätten wieder 2 Fehler passieren müssen. 1, 0. Das heißt, wir malen an diesen Zweig ein Zweier dran. Hier oben hätte 1, 0 ist gekommen, 0, 0 sein müssen. Der Pfad, den markieren wir mit einem 3 und der Pfad, den markieren wir auch mit einer 3, denn um 1, 1, 1, 1 wäre ja dann übertragen worden, um von hier nach hier nach hier zu kommen. Dann wäre ja ein Bit umgekippt. Soweit klar? Alle gefolgt? Jetzt machen wir das hier wieder. Hier ist 0, 0 gekommen, jetzt haben wir den ersten Fehler. Und jetzt entsteht hier natürlich, ja, wenn wir in diesem Punkt gewesen wären und es wäre 0, 0 gekommen, wären wir hierhin weitergegangen und wir hätten 3 Fehler. Von hier nach hier hätte ja 1, 1 kommen müssen, dann hätten wir 5 Fehler. Von hier nach hier, von da nach da, hätte 01 kommen müssen. Wir hätten also noch einen weiteren Fehler aufgesammelt. Von hier nach hier, von hier nach hier, 3 plus ein weiterer 1er hier unten hin. Von hier nach da, ja, da hätten wir 1, 0 gebraucht.
Es ist 0,0 gekommen, ein Fehler. Von hier nach da hätten wir 0,1 gebraucht, ein Fehler. Von hier nach da 4 Fehler und 2 Fehler. Das verfolgen wir jetzt gar nicht mehr. Jetzt sind wir hier. Wir kriegen eine 1,1. Von da hier runter, von da hier rüber hätten wir 3 Fehler gebraucht. Wir rechnen jetzt die nicht auf den weiter drauf, sondern wir rechnen auf diesen Pfad weiter drauf. Der hier, den lassen wir sozusagen gleich mal hier weg. Also 3 Fehler, um hier hinzukommen, ein Fehler, um hier hinzukommen. 2 Fehler, um hier hinzukommen, 2 Fehler, um hier hinzukommen. 1 plus dann nochmal 1. Von hier aus 5 Fehler hierhin, 5 Fehler hierhin, von hier aus 2 hierhin und 4 hierhin. Jetzt haben wir also wieder, wenn wir hier sein wollen, 3 Fehler, wenn wir hier wären, einer, hier 2, hier 4. Und jetzt schauen wir die 1,1 an, stellen fest, um von hier nach hier zu kommen, 5 Fehler, 3 Fehler, von da hier hoch 2 plus 1, 3, 2 plus 1, 3. Von da aus hier runter ein Fehler zusätzlich, also 1 plus 1 gibt 2. Von hier hin 1 plus 1 gibt 2. Und jetzt machen wir hier weiter, von da aus weiter 0, 0. Hier hin, da bleibt es 2 Fehler. Hier hin 4, was wäre denn 1, 1 gewesen und so weiter. Und jetzt hier am Ende, nachdem wir hier angelangt sind, schauen wir uns die Pfade an. Um hier hinzukommen, wären 4 Fehler passiert. Um hier hinzukommen, wären 2 Fehler passiert. Das können wir auch weglassen, 4 Fehler, um auf diesen Pfad dahin zu kommen. Um auf diesen Pfad dahin zu kommen, 5. Um auf diesen Pfad dahin zu kommen, 3. Hier 5, hier 5. Wir entscheiden uns für den wahrscheinlichsten Pfad. Und der wahrscheinlichste Pfad, das ist der mit der geringsten Fehlersumme. Also hier lang, von hier aus wieder der kleinste, so, 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 so. Also wir beschließen, das ist der wahrscheinlichste Pfad. Das erste war also ein Nullbit. Hier und, Entschuldigung, das erste war eine 1. Das erste war eine 1, diesen Pfad hier lang. 1,1 steht für den Code 1. Jetzt das nächste Symbol nehmen und von hier aus wieder den Trellis durchführen. So iterativ. Man nennt das die Maximum Likelihood Dekodierung. Wir suchen uns immer den wahrscheinlichsten Pfad, der am Maximum Likelihood, der es wohl war. Und dieser Algorithmus, der geht zurück auf den A.J. Viterbi, der hat das bei einer Firma namens Qualcomm gefunden. Qualcomm baut Chips mit Mobilfunk heutzutage. Da sind deren Algorithmen implementiert. Und dieser sogenannte Viterbi-Algorithmus, das ist auch publiziert worden von dem A.J. Viterbi, der Viterbi-Algorithmus, der wird heutzutage bei ganz vielen Modulationstechniken benutzt. Bei diesen Modems, über die ich gleich weiterspreche, beim DSL, beim Kabelfernsehen, beim Mobilfunk, bei der Sprachdekodierung vom Mobilfunk und. Also da gibt es, naja, formulieren wir es so, das wird sogar beim Ethernet benutzt, und unsere heutige Datenübertragung, Internet, so wie es heute ist, ohne den Viterbi-Algorithmus mussten wir da große Teile neu bauen. Oder es wäre vielleicht viel langsamer. Also das ist schon eine zentrale Komponente der Viterbi-Algorithmus. Also wir haben so einen iterativen Vorgang. Wir nehmen uns mal die 7, rechnen das vorderste Bit aus. Dann sind wir in diesem Punkt, nehmen eins dazu, betrachten wieder den wahrscheinlichsten Pfad und dann haben wir uns für das Bit entschieden. Das von hier nach hier und so weiter und so weiter. Sie sehen übrigens auch schon hier, wenn man das alleine anschaut, der findet genau die Fehler. Ja? Fehler hier, da merkt er, hier ist es und hier ist es. Und wenn wir uns das gesamten Pfad anschauen und uns daneben schreiben, was wir denn haben, 1, 0, der obere Pfad 0,
der untere Pfad 1, der untere Pfad 1, der untere Pfad 1, der obere Pfad 0. Das kommt schon das raus, womit wir angefangen haben. Aber weil man das jetzt hier drüber iteriert, kriegt man es sogar noch besser hin, noch zuverlässiger dekodiert. Beim Modemstandard V32, da benutzt man diese vier Bits, ne, die in einem Symbol drin stecken. Wir haben so ein Symbol aus vier Bits, 16 Werte, und die kodiert man als, das Q3 und Q4 wird hier hinten, taucht hier gleich wieder auf, diese Bits, und das hier, für den Rest benutzt man ein Schieberegister, um dieses Y0 bis Y2 zu berechnen. Also da hier steckt tatsächlich so ein Faltungskodierer drin, die beiden nimmt man einfach so, und die hier, die darüber lässt man so einen Faltungskodierer laufen. Um das zu dekodieren, also die Länge des Faltungskodierers, die ist hier in unserem Fall 3, 1, 2, 3. Und die Viterbi-Pfadlänge, da nimmt man dann 5-mal, das ist so eine vernünftige Länge, 5-mal die Länge des Faltungskodierers. So, den macht man jetzt, die Viterbi-Pfadlänge, 15 oder 16 Symbole lang. Ein Bit, das vorderste Bit berechnen, eins weiterschieben, neues Symbol rein, gerade empfangen, das vorderste berechnen und so weiter. Das gleitet sozusagen dieser Viterbi-Pfad also als Fenster über unsere Symbole. Wir werden gleich noch hier über die Standards sprechen, die Modem-Standards, die da rauskommen, bevor wir uns das DSL angucken. Ja, im klassischen analogen Telefonnetzwerk, da sieht das Netzwerk eben so aus, wir haben hier ein Telefon und ein Modem drunter, hier ein Telefon und ein Modem drunter, das ist die analoge Teilnehmeranschlussleitung. Hier haben wir zum Beispiel hier erstmal eine Vermittlung, analog, dann haben wir so eine G711-Stufe, die das Signal digital überträgt, 8-Bit, dann wird hier wieder von G711 nach analog konvertiert, geschaltet, hier sogar analog übertragen, hier wieder eine Vermittlung und hier kommt es dann raus. Hier haben wir erstens das Rauschen in analogen Vermittlungen und Leitungen und zweitens das geringere Rauschen durch diesen G711-Konverter. Bei so einem G711-Konverter wird eben quantisiert, abgeschnitten. Wir können keine langen Gleitpunktzahlen übertragen. Und deshalb gibt es hier ein bisschen Rauschen. Und hier auf der Leitung rauscht es natürlich auch. Im ISDN-Zeitalter ist es übrigens so, dass wir hier so ein Modem haben, einmal eine G711-Konvertierung, dann wird digital geschaltet, geswitcht, übertragen, bis hier zum Ende und dann wird es wieder analog. Das ist so das Szenario 1991, 92. Zumindest wenn ich sage 91, 92 im Westen, 91, 92 in den neuen Bundesländern ist also so 92, 93 das ganze Netzwerk umgebaut worden. Da gab es dann auch so diese ISDN, komplette ISDN-Infrastruktur. Da, wo ich damals gewohnt habe, bei Ulm, da gab es, glaube ich, erst 95 so eine komplette ISDN-Infrastruktur. In dieser unteren Infrastruktur, da ist die Übertragungsleitung, der Rauschabstand bestimmt durch diesen G711-Konverter. Und das führt dazu, dass wir so ungefähr 35 Kilobit bestenfalls übertragen können. Und jetzt kommt der Modem-Standard, der dazu passt, zu den 35 Kilobit. Und den werden wir gleich wieder brauchen für die DSL-Leitung übrigens. Also diese V34 bzw. VFAST, damit sind 28.800 bzw. 33.600 Bit pro Sekunde möglich. Das sind 3.429, ich lese jetzt vor, Baud. Also 3.429 Symbole pro Sekunde. In jedem Symbol
stecken 9 Bit drin, eine 2048er Konstellation. Man verwendet etwas, das nennt man die so eine dreidimensionale Trelliskodierung. Die Trägerfrequenz von dem Signal bei 1959 Hertz. Ja, es braucht, wenn es Vollduplex sein soll, und das soll es ja, brauchen wir eine Echounterdrückung. Für so eine Echounterdrückung braucht man dann schon auch einen kleinen Signalprozessor. Das ist ja der Modem-Standard so fürs Internet bis, also für den Anschluss von Teilnehmern ans Internet so bis 2003 oder so ähnlich. Da gab es ja dann auch flächendeckend, halbwegs flächendeckend DSL, über das wir gleich sprechen müssen. Das Wichtige hier, das, was Sie sich wirklich merken sollten, ist das hier. Was die Grundlage der Modulation, wie wir es heute benutzen, im Mobilfunk, der Viterbi-Algorithmus, die Faltungskodierer, im Mobilfunk, auf modernen Ethernet, auf Modemleitung, in der DSL-Leitung, wir kommen da nochmal daran vorbei. Jetzt will ich nur noch kurz eine Frage klären, das dauert gar nicht lange. Vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, bei so einem Modem, da steht drauf, wenn Sie so ein Modem anschauen mit Verpackung, da steht gerne auch mal drauf, dass es 56 Kilobit kann. Das ist da bis zu 56 Kilobit schnell übertragen kann. Jetzt habe ich aber doch gesagt, der Shannon hat bewiesen, dass wir auf so einer Leitung hier so einer, ich mal es mal lieber, ich nehme lieber das hier, nur 33.600 rüberkriegen. Wo kommen denn die 56 Kilobit her? Ist das ein Gegenbeweis, dass der Shannon'sche Satz doch nicht stimmt? War der falsch? Hat er einen Fehler beim Beweis gemacht? Die Antwort ist, vielleicht kann man ja in manchen Fällen in diesem Szenario das Rauschproduzierende, das hier umgehen. Der rote Pfeil bedeutet, hier entsteht Quantisierungsrauschen. In der anderen Richtung, blauer Pfeil, wenn ich das digitale Signal hier über diese Leitung schicke, passiert uns kein Quantisierungsrauschen, kann gar nicht mehr. Wird ja nicht quantisiert. Aber nur hier in diese Richtung wird quantisiert. Wenn ich jetzt diesen G711-Kodierer nicht hätte, dann würde auch kein Quantisierungsrauschen entstehen, okay? Dann ist die Beschränkung die 64 Kilobit hier, die Obergrenze. Und 56 ist auch weniger als 64. Und jetzt kommt die Antwort, wie kommt man um diesen G711-Quantisierer herum? Wie kann man 56 Kilobit Modem bauen? Und der Trick ist, dass das in der Richtung nach wie vor ein 33.600er Modem ist. Uplink, aber Downlink von Ihrem ISP hier in diese Richtung, da ist es eben ein 56er Modem, da muss man jetzt bloß noch die passende Modulationstechnik sich überlegen. Beim ISP ist es nämlich so, dass der auch hier das Signal digital beziehen kann, das ISDN-Signal direkt beziehen kann, die 64 Kilobit. Und hier drin kann er sich spezielle Modems aufbauen. Und wenn er jetzt hier Bits schickt, dann gibt es da kein Quantisierungsrauschen. Und die Idee, der Trick, hier unten steht es schon, ist, dass man also jetzt dass das nur in der Richtung Quantisierungsrauschen entsteht, in der anderen Richtung lässt man nicht quantisieren. Da moduliert man nicht, erst macht ein analoges Signal und lässt dann irgendjemand das analoge Signal wieder kaputt machen mit dem Quantisierer, sondern man produziert hier gleich ein digitales Signal, was der auf der Seite hier ist, ja nur dieser blaue Pfeil, der nicht signifikant rauscht, was dieses Spezialmodem hier direkt versteht.
Und dann hat man eben nur diese 64 Kilobit Einschränkung, die hier in diesem Netzwerk da in rosa gezeichnet entsteht. Man muss natürlich diese analoge Pulsform hier, ja, man muss wissen, wie der hier aus dem 8-Bit hier ein analoges Signal macht, diese analoge Pulsform produziert. Und diese Überlegung, ja, man weiß, was dieser G711-Decoder macht, und der nimmt diese 8-Bit-Zahl, das vorderste Bit ist ein Vorzeichen, Plus oder Minus, dann kommen 3-Bit Größenordnung und dann kommt 4-Bit Mantis, das ist eine Art Float-Zahl. Und wenn man dem die richtige Float-Zahl hier gibt an dieser Stelle, die macht natürlich der, dann weiß man, wie das Signal hier auf der Leitung aussieht. Und dann kann man auf dieser Leitung hier, der hier kann für diese Leitung eine Welle konstruieren. Ein Signal konstruieren. Natürlich gibt es noch ein paar Vorschriften da und dieses hier gibt es noch einen Filter, der ein bisschen was mit dem Signal macht. Wenn man es weiß oder eingemessen hat, kann man hier das richtige Signal erzeugen, dass der das hier sauber versteht. Beim 56 Kilobit Modem Standard V90, da braucht es eben diese Netzwerkkonfiguration, so wie ich es hier gezeichnet habe. Da ein digitaler Anschluss. Die Idee ist, dass dieser ganze Netzwerkteil hier kommt ein digitales Signal, 0 und 1 mit 56 Kilobit, dass dieser ganze Teil hier das Netzwerk, Verzögerung und hier der G711-Decodierer und hier der Filter, dass wir das in einem holistischen Ansatz als ein 56 Kilobit Modem betrachten und dass der Signalprozessor hier das richtige Signal erzeugt und ja, mit einem Verständnis, wie das hier aussieht, erzeugt er hier eine Schwingung. Hier gibt es dann das übliche Transformator und Filter und dann gibt es hier einen linearen Analog-Digital-Konverter und der DSP betrachtet dann das Signal. Und tatsächlich haben wir dann von Ende bis hierhin ein sorgfältig geformtes Signal, in dem die 56 Kilobit drinstehen. Man benutzt etwas, das heißt Puls-Amplituden-Modulation. Der hier produziert mit einer Rate von 64 Kilobit einzelne Pulse, die abhängen von den Bytes, die ihr hier bekommt. Wir können also ja, in diesen einzelnen Pulsen auch unsere Bits kodieren, dass die Dämpfung auf der Leitung, da gibt es auch hier auf dieser Leitung eigentlich da gibt es niemanden, der hohe Frequenzen abschneidet. Das Einzige, der ein bisschen hier abschneidet, ist der da. 8000 Samples haben wir. Hier. Und wenn wir hier 8000 Stücke übertragen, dann müssen wir da noch in jedem von den Werten hier, die wir hier übertragen, in jedem von diesen 125 Mikrosekunden 7 Bit unterbringen, 128 Signalwerte. Die Auswahl, die wir da, das ist der G711-Konverter hier, der erzeugt nämlich eine Treppenfunktion. Das sieht dann eben so aus. Irgendwie sowas da. Da haben wir 8000 Stück und jeder von diesen 8000 bringen wir 7 Bit unter. 7 Bit, 128 Signalwerte, 7 mal 8000 sind 56.000 Bit pro Sekunde. Ja, dieser ADC, der glättet das ein bisschen, die beiden Transformatoren wirken auch als Filter, glätten das Signal auch ein bisschen. Also wir kriegen schon nicht sowas hier, sondern wir kriegen eher sowas. So, vielleicht hier noch einen leichten Überschwinger. So. Ich putze jetzt mal diese Kurve ein bisschen. So. Und hier natürlich auch noch.
Was natürlich sichergestellt werden muss, ist, dass es nicht hier sowas da aussieht. Das wäre zu schäbig. Oder so da. Das wollen wir nicht. Ein bisschen kann geglättet werden. Und das machen diese Komponenten. Der da, der da, der da. Der DSP hier drin, der misst dann also diesen Wert hier. Und jetzt weiß er, dass hierfür, naja, dass das da für die 7-Bit 123 steht. Oder für die 7-Bit 32 oder 42. Die Signal-to-Noise-Ratio auf dieser Leitung hier, die ist bestens. Ja, wenn man hier nachschaut, 56 Kilobit auf der 3800 Hertz-Leitung, bräuchten wir 45 Dezibel Abstand, wenn der Analog-Digital-Konverter hier gut genug ist, hat er 86 Dezibel und hier auf der Leitung passiert uns auch nicht so viel Dämpfung. Also das Rauschen, was der produziert, ist 86 Dezibel. Mit 45 Dezibel kann man noch übertragen bei dieser Rate und dem Frequenzband. Ja, das sagt dir der Shannon. So, also mit diesem Trick kann man in einer Richtung von rechts nach links 56 Kilobit übertragen, in der anderen Richtung sind es nach wie vor nur 33.600. Was ich jetzt bisher besprochen habe, war, dass wir hier 64 Kilobit Leitung haben, hier auch. Das hier ist dieser Draht, der bei Ihnen zu Hause aus der Wand rauskommt, das Grüne. Hier, die analoge Leitung hier. Kupferdraht mit einem, naja, bescheidenen Querschnitt, aber immerhin, es geht. Kommt noch aus, bei Ihnen aus der Wand raus und geht natürlich, ja, wenn Sie dann die Drähte verfolgen, irgendwo bei Ihnen im Keller runter und von da aus in die Straße und in der Straße irgendwie ein paar hundert Meter, vielleicht auch nur 50 Meter, zu diesen grauen Fernmeldekästen, die so am Straßenrand manchmal stehen. Es fällt einem nur auf, falls man im Winter mit dem Auto ins Schleudern kommt. Ich habe aber noch keinen umgelegt von diesen Dingern. Aber dann und wann passiert es mal. Es fällt einem auch auf, wenn irgendwo in der Nachbarschaft ein neues Haus gebaut wird und der Bagger die Leitung kaputt macht. Das sind auch ja, von diesem, das Netzwerk ist eben so aufgebaut, ne? Wenn hier da die Straße ist, dann geht hier ein vieladriges Kabel lang, in das Haus rein, in das, immer so kleine Stichleitungen. Und irgendwo am Straßenrand, hier kommt noch so eine Leitung und da noch so eine. Die gehen dann hier weiter. Irgendwo am Straßenrand steht dann dieser kleine graue Kasten auf so einem Betonsockel. So, na, die sind mir so ein bisschen breiter. So. So, und da steht irgendwie dann ein Posthorn drauf, wenn es aus der alten Zeit ist, oder mittlerweile steht halt Telekom oder sowas drauf. Von hier aus geht es dann mit einer anderen Leitung, ich male sie vielleicht mal in einer anderen Farbe, vielleicht auch eine Glasfaser, zu einer Vermittlungsstelle hier. Diese analoge Teilnehmeranschlussleitung, von hier bei Ihnen, bei Ihnen zu Hause hier, irgendein Modem, das Sie im Computer anschließen können, Ihr Telefon, ich habe jetzt absichtlich mal so ein altes genommen, hat natürlich keiner mehr. Hier die zweiadrige Kupferleitung, ein paar hundert Meter lang. Sie können ja mal ein Experiment machen, schauen, wie weit, wo der nächste von diesen grauen Kästen steht am Straßenrand und dann messen, wie weit es zu Ihnen nach Hause ist. Typisch in so einem urbanen Gebiet sind das 30, 40, 50, ein paar hundert Meter. Maximal, also 2000 Meter,
ist auch noch was, was man so sieht. Maximal sind es, glaube ich, man kann da auch Statistiken machen, steht das hier irgendwo. Ja, 75% der Leitungen unter 2 Kilometer lang, 98% der Leitungen sind unter 8 Kilometer lang. Wenn die länger sind, wenn die 20 Kilometer lang sind, diese Leitungen hier, dann kann man da nicht mehr sinnvoll DSL drauf betreiben. Und für 8 Kilometer ist auch schon der verfügbare Durchsitz, den Sie erwarten können für Ihr DSL, sagen wir mal, limitiert. Aber bis so zu 2 Kilometer kriegen Sie auch 6 oder 16 Kilobit und so weiter. Kommt auch auf die Leitung hier an, wie gut die ist. Also, das Kupferkabel von der Vermittlung zum Teilnehmer, das ist so ein dünnes Kupferkabel, ich hätte vielleicht mal eins mitbringen sollen, mit einem kleinen Querschnitt, aber es hat trotzdem eine interessante Bandbreite. Bandbreite im Sinne von analoge Bandbreite, ein Megahertz oder so übertragen. Und die Dämpfung ist auch nicht so schlimm. Wenn es lang ist, wird die Dämpfung größer, das Rauschen größer. Wenn sie kurz ist, die Leitung, ist das Rauschen relativ klein. Und mit einem Frequenzband von einem Megahertz, wenn Sie das in so eine, beim Shannon einsetzen, ne, hier habe ich es auch mal, wenn Sie hier statt 3800 Megahertz einsetzen und eine gewisse Dämpfung voraussetzen, dann kommen Sie hier bei den Datenraten eben auf 6 Megabit, 16 Megabit und so weiter. Also die Netzwerkstruktur sieht dann jetzt so aus, dass wir hier auf dieser Teilnehmeranschlussleitung natürlich ins Telefonnetzwerk reingehen, beziehungsweise hier ein Modem haben, genauso wie hier, ein DSL-Modem. Und dann gehen Sie hier in irgendein anderes Vermittlungssystem weiter. Ich habe hier mal ATM geschrieben, kann ich auch durch was anderes ersetzen. Also hier geht es dann weiter zu Internetvermittlung, Routern, aber Router wollen wir ja erst im nächsten Semester dann diskutieren in der Vorlesung Rechnernetze. Darüber spreche ich jetzt mal nicht. Für diese Teilnehmerleitung, Teilnehmeranschlussleitung oder Subscriber Loop, SL, für die hat man sich verschiedene Modulationstechniken einfallen lassen. Da gibt es zum Beispiel sowas wie HDSL. Das ist dann 2 Megabit in beide Richtungen, Vollduplex. Kann man benutzen, kann man betreiben. Was sich durchgesetzt hat, was relativ populär geworden ist, ist das ADSL. Asymmetric Digital Subscriber Loop. Zunächst mal, wenn man asymmetric hört, denkt man irgendwie an Ungerechtigkeit. Tatsächlich ist es auch ein bisschen ungerecht. Da geht es in der Richtung langsamer als in der Richtung. Aber wenn man sich das anschaut, was man normalerweise im Internet betreibt, das stört eigentlich gar nicht. Normalerweise. Fürs Websurfen ist es gut, wenn die Richtung schneller ist als die Richtung, denn die dicken Inhalte kommen ja hier und das Einzige, was in dieser Richtung kommt, ist eine URL, die ich mal eintippe. Oder eine E-Mail, die mal übertragen wird. Aber so groß ist die E-Mail nicht. Wenn ich von zu Hause aus die Vorlesungsunterlagen auf einen Schlag, so ein PDF, ich sitze zu Hause, arbeite an der Vorlesung, denke mir, es muss noch schnell auf den Server. Und ich habe dann da 20, 30, 100 Megabyte, die übertragen werden müssen. Dann fluche ich schon, dass die in die Richtung, fluchen soll man ja nicht, aber ich mache es dann manchmal dem doch, dass in die Richtung die Datenrate um eine Größenordnung niedriger ist als in die Richtung. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Zum Beispiel kann man auf einer 5,5 Kilometer langen Leitung mit dem ADSL, wenn das Kabel so 0,5 Millimeter, einen halben Millimeter Querschnitt hat, das Kupfer, die Kupferadern, 1,5 Megabit in die Richtung, in die Richtung vom Netzwerk zum Teilnehmer, Downlink
und 16 Kilobit Uplink haben, vielleicht hier auch 256 Kilobit oder sowas ähnliches. Aber bei der Länge schon nicht mehr so einfach. Und in der anderen, und zum Beispiel bei 2,7 Kilometer, wenn die Leitung kürzer ist, ne, also hier die meisten, 75% der Leitungen sind ja kürzer als 2 Kilometer, wenn die Leitung kürzer ist, dann, und da kann das Kabel sogar noch ein bisschen schlechter sein, 6 Megabit von links nach rechts und zum Beispiel 556 Kilobit in die Richtung. Das sind so, naja, Zahlen, die man eigentlich relativ gut erreichen kann. Es kommt auch auf die Qualität an, was hier zusammengestöpselt ist. Wenn ich hier so eine Zeichnung gemacht habe, dann haben wir natürlich hier bei Ihnen zu Hause, da kommt irgendwo im Keller das Kabel an. Ach so. Das Kabel kommt im Keller an. Ankommen bedeutet, da kommen die Adern raus. Dann geht es auf so eine Klemme. Da ist eine Schraube. So. Da ist das Ding festgeschraubt. Und dann gibt es hier ein Stück Leiter hier rüber. Und dann gibt es nochmal so eine Klemme. Ja, mit einer Schraube auch wieder. Dann ist das hier so zum Beispiel reingeschraubt. Und dann geht es hier so weiter. Natürlich kann es auch mal sein, dass jemand einfach den Draht genommen hat, wie die so sind, und dann hier ein paar Mal gedreht hat, und dann ist es einfach so zusammengedreht. An diesen Stellen passieren Reflexionen, an diesen Spleißstellen, da und da, hier Reflexion, hier natürlich auch. Und genauso ist es an dieser Stelle, hier, wenn das hier in die Leitung reingeht, da ist vielleicht was zusammengeflickt, hier ist vielleicht was zusammengeflickt, hier auf jeden Fall nochmal und so weiter und so weiter. Es gibt erstaunlich viele Stellen, an denen dieses Kabel hier irgendwie mal abgeschnitten wurde und wieder zusammengeflickt wurde. Als der Bagger bei uns in der Nachbarschaft das Kabel abgefressen hat, sind natürlich auch, das ist nicht eine ganze Leitung von hier nach hier frisch verlegt worden, sondern die haben die Dinger da, wo der Bagger war, es war so eine Straßenecke, naja, gespleißt, zusammengefriemelt. Ne? Also alle 100 Leitungen, die da drin waren, ein neues Stückchen Kabel hier eingesetzt, ein paar Meter eingeflickt, ne? Das war ja dann kaputt, und dann haben wir da für jede Leitung und da für jede Leitung nochmal Spleißstellen. Also auf die Weise wird die elektrische Qualität nochmal reduziert. Deshalb ist es auch so, wenn Sie einen DSL-Anschluss kaufen wollen, mieten wollen, dann müssen Sie Ihre Straßenadresse und Ihre Hausnummer da eintippen und dann gucken die mal, wie weit Sie weg sind, beziehungsweise hier gibt es auch Datenbanken, da steht drin, wie die Leitungsgüte ist. Ne? Die Provider, die messen regelmäßig alle Telefonleitungen durch, damit Sie wissen, wie gut die Leitung hier bis zu Ihnen nach Hause ist. Und wenn Sie da eine Anfrage stellen, ob Sie dann 16 Megabit ISDN zu sich nach Hause haben können, dann wird in der Datenbank nachgeschaut, wie gut denn die Qualität bis zu Ihnen nach Hause ist. Das ist eine Frage der Distanz, das sieht man ja auch hier. Und das ist eine Frage, wie oft denn der Bagger schon an Ihrem Kabel zugange war und wie es bei Ihnen zu Hause verkabelt ist und so weiter und so weiter. Also, die Qualität von dieser Leitung ist schon auch wichtig. Auf demselben Kabel braucht es übrigens noch, also auf demselben Paar, braucht es auch noch den normalen Telefonanschluss. Sie wollen ja auch nebenher, neben dem Surfen, noch ein bisschen plaudern können, telefonieren können. So, wie macht man das? In der Regel ist der Downstream von so einer Leitung n mal 1536 beziehungsweise 2048 Kilobit pro Sekunde. Und der Upstream, das ist so ein Vielfaches von 16, also zum Beispiel 554, 576 oder sowas. In der Größenordnung vielleicht auch mal Megabit oder so im Upstream. Diese Twisted-Pair-Leitung, die hat bei 5 Kilometern und einem verwendeten Band von einem Megahertz so 90 Dezibel Dämpfung. Ich habe mal eine Statistik gelesen von Bellcor, das ist so eine typische Teilnehmeranschlussleitung, ein paar Kilometer lang, dass die
22 Spleißstellen hat. 22 Stellen, an denen das Kabel hier irgendwie zusammengefummelt worden ist. Das geht bei Ihnen im Modem los, da ist natürlich das Draht irgendwie reingeschraubt oder festgelötet an der Platine. Dann haben Sie einen Stecker in der Wand, dann ist in der Steckdose selber vielleicht nochmal das Kabel angeschraubt worden. 2 Spleißstellen, dann geht es in den Keller, 2 Spleißstellen für die Leitung raus. Jetzt haben wir schon irgendwie 5 oder so ähnlich. 6, 7, 8, 9, 10 Stück hier, ohne viel zu machen. Hier gibt es auch noch vielleicht ein paar Spleißstellen, sagen wir lieber 11 oder 12, für was Einfaches. Also damit, das ist sozusagen die Umgebung, mit der man klarkommen muss. Und jetzt kommt der interessante Trick. Ich habe ja über Dispersion gesprochen, also dass auf so einem Kabel unterschiedliche Frequenzen unterschiedliche Verzögerungen erfahren. Und deshalb nimmt man auch jetzt hier nicht auf diesem Megahertz, das man zur Verfügung hat, eine einzige Modulation für alle 6 Millionen Bits oder 16 Millionen Bits, sondern wir teilen dieses Spektrum, oder man teilt das Spektrum, auf dieser Digital Subscriber Loop. Wenn hier das gesamte Spektrum ist, was weiß ich hier, 1000 Hertz, oder sagen wir lieber, was nehmen wir denn, 5000 Hertz bis 1 Megahertz, das teilt man ein in viele 4 Kilohertz Kanäle. Also jeweils 4 Kilohertz. Das nennt man Multitone, Discrete Multitone. Wir nehmen zum Beispiel 240 solche 4 Kilohertz Kanäle auf unterschiedlichen Frequenzen. In jedem von diesen 4 Kilohertz Kanälen veranstalten wir 'sowas da. Die Modemtechnik ist bekannt. Mit der kennt man sich gut aus. Die Algorithmen kennt man, sind implementiert. Auf diesen einzelnen Kanälen benutzt man jetzt so eine Modulationstechnik. Man weiß auch jetzt, wir haben in diesem Kanal keine Intersymbol-Interferenz. Na, das ist ja ein schmales Frequenzband. Zwar mag das hier in der Geschwindigkeit verschoben sein, das hier zu dem und das zu dem und das zu dem, aber wir betrachten ja, man betrachtet ja die Kanäle einzeln. Man produziert sie hier einzeln und hier filtert man, zumindest algorithmisch, diese Kanäle einzeln raus und schaut jeden einzelnen an. Hier kommen ein paar Bit, hier kommen ein paar Bit, hier kommen ein paar Bit und hier kommen ein paar Bit. Wenn wir 240 solche Kanäle haben und jedes hat 33 Kilobit, na, dann können Sie mal nachrechnen, wie viel Durchsatz Sie insgesamt kriegen. 33.600 mal 240. Discrete Multitone. Pro Kanal betreibt man eben Quorum so wie besprochen. So Quadratur-Amplitudenmodulation mit Trellis und Viterbi und so weiter. Ich persönlich, als ich zum ersten Mal das gelesen habe, habe mir gedacht, ja klar, super. Alle Fliegen mit einer einzigen Klappe erschlagen, die zu erschlagen sind. Darauf hätte ich ja selber kommen müssen. Das ist ja irgendwie so genial einfach. Na, ich bin nicht drauf gekommen, war schon erledigt vorher, bevor ich dazu zugekam. Vielleicht wäre es mir auch nie eingefallen, ist auch egal. Deshalb ist auch all das, was ich hier besprochen habe, genau für die DSL, also für das Internet, wie wir es heute betreiben, relevant. Übrigens auch das Neue, was die Telekom da so vorhat mit Vectoring. Wir haben hier drin mehrere unterschiedliche
Teilnehmer, mehrere unterschiedliche solche Ströme in den Kabeln nebeneinander. Es gibt Übersprechen, Crosstalk. Aber wenn man sich auskennt und all das hier gemeinschaftlich betreibt und alle durchmisst, alle Leitungen, dann kann man diesen Crosstalk vom einen in den anderen vorausberechnen und dafür sorgen, dass man ihn schon vorher kompensiert. Und damit kann man dann auf diese Leitung nochmal höhere Durchsatzraten erzielen. Bei manchen DSL-Modems, DSL-Routern, kann man übrigens nachschauen, wie gut denn die einzelne Kanalgüte ist. Ich habe in meinem Router zu Hause so eine Seite, da kann ich reingucken. Da sehe ich dann so eine Art Matrix. Da steht, ja, das sieht ungefähr so aus. Da steht dann hier extra Bild. Da steht dann sowas wie C, F, F, E, 8 und so weiter. Das heißt immer, wie viele Bits sind denn nutzbar pro Kanal. Am Anfang wird eingemessen und der berechnet, in welchem Kanal es welche Dämpfung gibt und wie weiter mit der Modulationstechnik, die er hat, mit der er pro Kanal kommt. Natürlich kann man auf diese Weise auch einfach konfigurieren, wie viel Durchsatz Sie kriegen. Wenn Sie 2 Megabit abonnieren, dann werden die hier einfach nicht benutzt, die anderen Kanäle. Dann wird von den 240 eben nur die Hälfte benutzt oder nur ein Drittel. Wenn Sie 6 Megabit, wenn Sie 16 Megabit haben, werden alle benutzt. Wenn Sie 6 Megabit haben, nur so ein bisschen mehr als ein Drittel. Wenn Sie 2 Megabit haben, eben nur ein Achtel von den Kanälen benutzt. Den Rest, der wird halt dann ausgeschaltet, providerseitig. Also auf die Weise kann man das ganz flexibel adaptieren. Wenn Ihre Leitung gut ist, also diese Leitung hier gute Qualität hat, gibt es noch weitere Kanäle oben, die Sie benutzen können. Und Sie können vielleicht auch über 16 Megabit rauskommen. Wenn die Leitung kurz ist, ist die Dämpfung in den höheren Frequenzen nicht so störend. Ja, wenn die hier nur 30 Dezibel oder so ähnlich ist, dann können Sie oben noch weitere Kanäle benutzen. Das skaliert auch leicht, dieses Discrete Multitone-Verfahren. Ich finde es genial. Um das normale Telefon auch noch darüber betreiben zu können, wird zum Beispiel der Downstream in diesem Frequenzbereich so von, sagen wir mal, 200 Kilohertz bis etwas über 1 Megahertz betrieben. Der Upstream-Bereich hier in diesem Bereich so von 8 Kilohertz bis, sagen wir mal, 200 Megahertz. Und das normale analoge Telefon hier von 0 bis 4 kHz oder analoges Telefon von 0 bis 4 kHz und Upstream und Downstream in einem Frequenzband zusammen, dann brauchen Sie eigentlich wieder Echokompensation. Also da muss man wissen, was ist die Reflexion von meinem Upstream-Signal, beziehungsweise das Netz muss wissen, die Reflexion von meinem Downstream-Signal über Echokompensation. Da komme ich ja dann nochmal dran vorbei in 2 Wochen oder so, oder 3. DSL ist relativ erfolgreich, ziemlich erfolgreich, super erfolgreich eigentlich. Die Standardisierung, die wurde von so einem ADSL-Forum durchgeführt, bevor die CCITT bzw. RTU sich aufraffen konnte. Und standardisiert ist es zum Beispiel da, wenn Sie das nachschlagen wollen. Es gibt viele Hersteller. Das sind eigentlich die Pioniere der ADSL-Technik, diese Firma ORCID in Israel, in Amerika zum Beispiel. Da hat mal ein Freund von mir gearbeitet, ist aber mittlerweile, glaube ich, aufgekauft. Oder die hier, die haben im Wesentlichen Chip-Designs verkauft, Algorithmen verkauft. Und wenn Sie dann die Modemhersteller, die typischen Modemhersteller, die so rumlaufen, die kaufen dann bei denen ein Chip-Design, lassen sich den Chip 10 Millionen Mal machen und verkaufen dann da die herauskommenden 10 Millionen Modems. Also das hier sind mehr so Designfirmen mit ein paar hundert Mitarbeitern oder weniger. So, beim nächsten Mal möchte ich dann auch weiter sprechen über VDSL und solche Sachen, über Kabelnetzwerk zum Anschluss ans Internet und über solche
Cable Modems, bevor wir uns um die digitale Signalübertragung kümmern. Das nächste Mal ist aber nächste Woche. Ne? Ich wünsche noch eine angenehme Woche. Auf Wiedersehen.